Herzlich willkommen zu den Weber Rescue Ausbildungseinblicken. Bei der technischen Hilfeleistung ist die Autoregel ein gutes Hilfsmittel für die Lagererkundung. Wir haben das Wort Auto in seine Einzelbuchstaben aufgeteilt. Wofür steht das A? A steht für auslaufende Betriebsstoffe. Kraftstoff wie Diesel oder Benzin, Motoröl oder auch Kühlflüssigkeit sind Flüssigkeiten, die uns an der Einsatzstelle antreffen können. Wofür steht das U bei der Autoregel? Unterboden erkunden. Hier ist es wichtig, den kompletten Unterboden zu erkunden, um eventuell die Kraftstoffleitungen, welche beschädigt sind, zu lokalisieren, Gastanks im unteren Bereich zu lokalisieren oder auch orangefarbene Hochvoltkabel zu entdecken. Wofür steht das T in der Autoregel? Tankdeckel öffnen. Hier können wir relativ schnell die Antriebsart lokalisieren. Bei normalen Verbrennungsmotoren steht oftmals auch die Kraftstoffart darauf, Diesel oder Benzin. Haben wir die Anschlussmöglichkeit für einen Gastank, handelt es sich um ein Gasfahrzeug. Finden wir in diesem Bereich den Anschluss für einen Ladestecker, handelt es sich um ein Elektrofahrzeug. Tankdeckel bleiben geöffnet. Wofür steht das O in der Autoregel? Oberfläche absuchen. Hier haben wir relativ schnell die Möglichkeit, Hinweise von dem verunfallten Fahrzeug zu bekommen. Handelt es sich um alternativ angetriebene Fahrzeuge, finden wir oftmals Typbezeichnungen am Heck, im Frontbereich oder auch auf dem Kennzeichen ein E. In der modernen Unfallrettung ist die softwarebasierte Erkundung mittlerweile Standard. Dazu dient uns das Crash Recovery System, wo wir relativ schnell Fahrzeugantriebsarten, verstärkte Bereiche oder auch Gefahrenstellen lokalisieren können. Nutzt auch ihr das Crash Recovery System? Wie sind eure Erfahrungen damit? Schreibt es uns in die Kommentare. Habt ihr noch weitere Eselsbrücken für die Lagererkundung? Auch das gerne in die Kommentare. Und denkt daran, aus der Praxis für die Praxis. Let's create future.